Golf, einst ein elitärer Sport. Golf, einst ein nicht leistbarer Sport. Heute ein Sport für junge Leute, die sich dafür begeistern können und die gerne herausgefordert werden. Golf in Bruck an der Mur. Was ist eigentlich, das den Golfsport so reizvoll macht? Ich glaube, dass man beim Golfen alles machen kann. Es ist für Kids vor allem wichtig, die Basics zu lernen, weil es ein technisch sehr schwieriger Sport ist. Wir machen ganz viel kognitive Sachen. Wir versuchen ihnen beizubringen, mit Schlägern, mit Bällen umzugehen und machen auch im Golftraining ganz viele verschiedene, unterschiedliche Sportarten, eben um die Grundkoordination zu üben. Jetzt spiele ich Golf und plötzlich erwacht in mir der Ehrgeiz, Golf als Leistungssport anzuerkennen bzw. Golf in den Wettbewerb mitzunehmen. Was muss ich da mindestens können? Wir haben das Ziel der Kinder von klar auf, also der Jüngste bei uns ist 5 Jahre und wir versuchen dem alles beizubringen. Ich selber war auch im Profisport, als Profigolfer unterwegs und somit wissen wir da in Obereich, wie man von klar auf Kinder bis zum Profi bringen kann. Eine junge Mutter, jetzt schon voll Stolz über ihren Sohn am Golfplatz. Was ist der Reiz des Jungen, Golf zu spielen? Er ist ziemlich aufgeweckt und das ist ziemlich eine Sportart, wo man sich sehr konzentrieren muss. Und es wird die Konzentration ziemlich gefördert. Also ich finde, Golf ist in letzter Zeit ziemlich unterschätzt worden, was eigentlich wirklich eine anspruchsvolle Sportart ist. Dann kann man nur sagen, es muss so weitergehen. Viel Training und man kann sagen, wenn man das hier beobachtet, Golf ist auch eine Therapie. Ja, also für Geist und Seele, nein. Aber er macht es einfach Spaß und der Trainer ist auch super zu den Kindern. Er macht es ziemlich auf spielerische Art und Weise und ich finde es einfach super für die Kinder heutzutage. Ist das Interesse der jungen Leute groß? Wie alt sind die Erwachsenen, die erst beginnen, Golf zu spielen? Das Interesse grundsätzlich könnte größer sein. Ich bin ein bisschen in Schulen unterwegs, um eben den Golfsport den Kindern näher zu bringen. Und ich muss sagen, es ist sehr erfolgreich, weil Golf so vielfältig ist und in jedem Alter Spaß machen kann. Und auch die Erwachsenen. Es ist eine riesengroße Herausforderung, weil es eben technisch so herausfordernd ist und man ein gewisses Gefühl mitbringen muss. Und ich glaube, deswegen macht es den Golfsport so interessant. Ja, ich glaube, es hat sich ja auch rundherum bewährt. Golf ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, hat Tennis eine Zeit lang sogar verdrängt. Tennis ist wieder zurückgekommen. Aber wie man sieht, die jungen Leute sind mit Begeisterung und mit vollem Ernst dabei. Ja, das auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass Kinder in der Freizeit Spaß haben sollten. Deswegen ist der Ehrgeiz für Profi in jungen Jahren natürlich noch nicht so groß. Wichtig ist, dass sie einen Spaß haben. Deswegen machen wir ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und ab einem gewissen Alter, aber das ist beim Golf eben viel, viel später als im Tennis, sollte man versuchen, wenn man Profi werden will, das ernsthafter zu betreiben. Immer wieder interessant für die jungen Leute sind Aktionen über die Welt der Technik und so weiter. Es ist immer wieder im Spannungsfeld der Kreativität zu suchen, Themen zu begegnen, die interessant sind und an denen wir selbst mitarbeiten können. Was verbirgt sich nun hinter dem Begriff FIMO? Schmuck, oder? Zuerst das Kreative, dann das Handwerkliche. So könnte man den Ablauf hier beschreiben. Ja, das stimmt. Es ist wieder ein schöner Tag im Kinderkunsthaus. Wir freuen uns, dass wir uns am Ferienpass beteiligen können, weil wir wirklich sehr, sehr viele kreative Kinder in der Stadt haben. Und heute haben wir einige Mädchen hier, die Schmuck basteln, und zwar aus FIMO. Das ist ein Material, wo sie zuerst selber die Schmuckperlen oder Herzen oder was immer herstellen können und dann zu Ketten, Ringen, Armbändern und Ohrringen verarbeiten. Und welches Material wird verwendet?
Das nennt sich Fimo, das ist so plastilinartig. Das heißt, man kann das kneten und formen, wie man mag. Wird dann im Backrohr ausgehärtet, dann hat man schöne harte Perlen oder Formen und daraus kann man ganz toll den Schmuck weiterbasteln. Und man kann nicht genug Ideen haben, was das Schmuckdesign anbelangt. Ja, das scheint wirklich so und ein ganzer Vormittag kommt uns fast zu kurz vor, denn die Ideen sprudeln und mit dem Werken wird immer mehr und entsteht mehr an Ideen. Das heißt, das Kinderkunsthaus wird auch überlegen, ob wir im Herbst noch weitere FIMO-Nachmittage anbieten werden. Wie leicht sind denn die Kinder eigentlich zu motivieren, um ihr ganzes kreatives Potenzial nach vorne zu bringen? Die Kinder bringen schon eine gewisse Motivation mit, weil sie suchen sich das ja selbst aus, dass sie zu uns kommen. Und es gibt heute das FIMO zum Gestalten und die Kinder sind wirklich extrem motiviert und sie stecken sich gegenseitig an. Also der eine hat eine Idee und dem anderen gefällt's, der möchte es auch ausprobieren. Das Erfreuliche ist vor allem die Begeisterung der jungen Leute, etwas Kreatives zu schaffen, um dann zu Hause oder im Verwandten- oder Bekanntenkreis zu zeigen, was man geschafft hat. Und was ist denn dir eingefallen, um diese schönen Schmuckstücke hier zu erzeugen? Also so zum Beispiel so Ketten machen mit Edelstein drin und so zum Beispiel das Fimo so zusammenmischen, dass so bunte Farben, so bunte Kugeln sind. Und das Arbeiten mit dem Material, ist das lustig? Mhm, das ist sehr lustig. Was hast du zum Beispiel jetzt gemacht? Eine Kette, ein Ring, also Ohrringe auch. Und ein Schlüsselanhänger. Dann kann man sagen, werden hier ja schon zum Teil von den Kindern die Weihnachtsgeschenke kreiert. Genau. Das war auch erst am Dienstag Thema. Wir haben am Dienstagvormittag schon ein paar FIMO-Stunden gehabt. Und da haben wir erst drüber gesprochen, ob wir im Herbst noch einmal FIMO-Nachmittage anbieten, um eben schon für Weihnachten vorzuarbeiten. Wir werden Sie darüber am Laufenden halten. Es gibt eine Reihe von Highlights in diesem Sommer und im Zuge des Ferienpasses. Aber eine Veranstaltung wird sicherlich Hunderte, vielleicht Tausende in den Bann ziehen, das Vespertreffen. Das ist nicht nur, dass man diese Vespa anschauen kann, man kann auch erkennen, welch tolles Verkehrsmittel das ist. Ja, die Vespa ist wirklich eine ganz tolle Sache. Die hat sich durchgesetzt schon seit 1950. Ist ein richtiges italienisches Innenfahrzeug. Und wir finden ja die Gelegenheit da in Brugg, dass wir da wirklich den italienischen Flair herbringen mit dem Vespa-Treffen in Brugg. Und es dient natürlich auch einen guten Zweck. Und am 20. Juli, am nächsten Samstag, findet das Ganze statt. Und da ist man wirklich in Brugg im Banne der Vespa. Und man kann was gewinnen. Ja, natürlich kann man auch gewinnen. Alles geht um einen guten Zweck. Hauptpreis ist eine Vespa und es gibt Warenpreise im Wert von 7.000 Euro. Also es zahlt sich aus, dass man auf den Brugger Hauptplatz kommt am 20. Juli.